Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's dran, dass wir in den Versandhandel einsteigen wollen. Und dafür eröffnen wir eine Firma namens Planet Express. Kommt dir ein bisschen bekannt vor? Vielleicht hast du mal die Serie gesehen, Futurama, von den Machern von den Simpsons. Da ist, sag ich mal, die Firma sehr doll vertreten. Wir wollen natürlich auch noch einsteigen. Von daher würde ich sagen, fangen wir heute an am besten mit dem Turm. Alle anderen weiteren Teile sind wie immer oben in der Infobox verlinkt. Oder findest du auch am Ende des Videos noch eine passende Playlist dazu. Würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für den Start heute holen wir uns ganz einfach ein bisschen gelbe Keramik raus, roter Beton, türkiser Zement, grüner Beton, hellgrauer Beton, noch den grauen Beton, also viel Beton, was wir heute haben, ein paar polierte Schwarzsteinstufen, steinzige Mauern und gelber Beton ist auch noch dabei. Wir beginnen wie immer erstmal mit einem schönen Kreis zum Anfang. Dabei nehmen wir jetzt unsere gelbe Keramik zur Hand. Es ist eigentlich egal, auf welcher Seite wir anfangen, es ist halt ein Kreis. Wir setzen jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hier einmal hin. Wir können das gerne auch immer gleich auf 2 Blöcke hoch machen, weil der Kreis bleibt dann auch auf 2 Blöcke. Also wir ersparen uns schon mal gleich eine Arbeit, noch einmal rumzufliegen. So, jetzt gehen wir einmal zur Seite und setzen eine 1 hin. Dann kommt ein 2er hin und wieder ein 1er. So, jetzt habt ihr eigentlich schon fast alles gemacht für den Kreis. Der Rest wiederholt sich dann einfach. Wir gehen nochmal zur anderen Seite. Ein 1er, dann ein 2er und ein 1er. So, das ist schon mal der Teil des Kreises. Jetzt wollen wir ihn natürlich vervollständigen. Das heißt, wir biegen ihn zur Seite ab. Gehen dann nochmal ein 1er weiter. Kommt wieder ein 2er, ein 1er und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist alles, was unser Kreis halt beinhaltet. Also, wir machen dann hier wieder ein 1er, ein 2er, ein 1er. Ja, und dann biegen wir wieder so ab. Zack, kommt wieder der 1er, der 2er, 1er und unser schöner 7er. Und so können wir unseren Kreis denn hier einmal wieder schön vervollständigen. Aber aufgepasst, ihr müsst jetzt nicht unbedingt nochmal einen weiteren 7er euch hier entziehen, weil eine Seite könnt ihr erstmal offen lassen. Also das heißt, hier wo diese 7er Fläche ist, die lasst ihr offen. Sucht euch aus, wo es sein soll, weil das ist dann die Vorderseite. Also Vorderseite natürlich hier von unserem Gebäude, ne, das ist dann alles zack. Am Ende nach hinten gebaut wird. Nachdem du dir ausgesucht hast, wo bei dir die Vorderseite ist, nehmen wir jetzt einmal unseren roten Beton. Jetzt können wir einmal hier hinter, zack, einmal eine weitere rote Betonreihe uns hier lang ziehen. Natürlich müssen wir hier auf der Seite, wo wir, sag ich mal hier, zack, unsere 7er Reihe offen gelassen haben, den Balken natürlich zwischen unseren 2 Einern setzen, ne? Sobald wir jetzt hier unseren roten Bereich innen drin einmal vervollständigt haben, können wir das jetzt auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hochziehen. Also dass es natürlich hier über unseren gelben Beton 5 Blöcke sind. Denn einmal in die Hände gespuckt und dann zieht ihr einfach hier die Blöcke nach oben. Nachdem ihr denn alles hochgezogen habt, könnt ihr auf den 7er Flächen, die wir immer an den Seiten haben, nochmal eine weitere Blockreihe setzen. Diesmal lasst ihr an der Seite einfach einen Block überstehend. Wir müssen das natürlich viermal machen, weil wir bei unserem Kreis auch jeweils 4 Seiten haben. Sobald wir das denn haben, machen wir dieses Spiel noch einmal. Das heißt, jetzt beginnen wir, wie gerade eben schon, dass wir unseren roten Beton nehmen und ihn jetzt einfach hier hinter einmal komplett platzieren. Wenn ihr euch denn innen drin einmal wieder alles ein bisschen enger gebaut habt, ne, dann hier einmal diese rote Blockschicht einmal innen drin lang gesetzt haben, wollen wir das jetzt auch hochsetzen auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ein Block höher, als wir es gerade eben hatten. Dann würde ich sagen, können wir auch diese Blöcke hier einmal komplett nach oben ziehen. Und wir bleiben immer noch beim gleichen Spiel. Sobald ihr das hochgezogen habt, könnt ihr wieder hier an den Seiten bei unserer 7er Fläche, die wir hier haben, eine weitere Blockreihe setzen und lasst wieder auf jeder Seite einen Block frei. Wenn wir das dann wieder soweit haben, können wir jetzt einmal wieder nach innen fliegen und wir wiederholen wieder unser Spiel. Das heißt, wir setzen hier innen drin wieder eine Reihe, ne, einmal nach innen gerichtet, sodass hier wieder, ne, so, also dass wieder ein bisschen enger gebaut wird. So. So habe ich es gesagt. Genau, das müssen wir ein bisschen enger bauen. Wenn ihr das denn soweit habt, müssen wir das jetzt hochsetzen auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5. So, wieder also ein weniger, als wir gerade eben hatten. Wenn wir das dann wieder soweit haben, gehen wir wieder auf die Seite. Diesmal erweitern wir es komplett um eine weitere Reihe und setzen dann wieder einmal so eine Reihe hin, dass wir hier an der Seite ein frei haben. Ja, das machen wir auch wieder auf jeder Seite hier ganz geschmeidig. Und wenn wir das denn hier halt auch wieder fertig haben, wollen wir es wieder einmal enger bauen. Ihr fliegt wieder hier rein, setzt hier wieder eine Reihe hin. Diesmal machen wir es aber so, dass wir jeweils hier an der Seite, oh, ich mache das hier mal kurz, so, dass wir hier, sag ich mal, nach hinter unserem 7er, also können wir hier gerne eine 7er Reihe setzen. Dann kommen hier einfach nur zwei 2er hin, die sich an der Seite treffen und das war's. Also wir werden es jetzt hier nicht so ein bisschen enger bauen, dass wir hier insgesamt nur, also theoretisch wären es dann hier nur 3 Einer, aber wir machen es so, dass wir halt zwei 2er hier haben, ne?
Und diese Reihe wollen wir gar nicht mal so weit hochsetzen. Hier haben wir insgesamt nur 1. Also warte mal. Also 1, 2, 3, 4. So, mehr als 4 Blöcke braucht ihr hier dann nicht hochsetzen. Haben wir das denn soweit? Nehmt ihr jetzt einmal euren grünen Beton und könnt jetzt darauf insgesamt 3 weitere grüne Betonreihen hier platzieren. Nach diesen 3 Reihen wollen wir das Ganze noch ein bisschen verschönern mit unserem türkisen Zement. Da setzen wir eine Reihe unten halt so lang, die übersteht, und oben. Ja, und das heißt einfach hier zur Seite gehen und hier einfach mal ganz gemütlich hier die Reihen einmal überstehen lassen. Wenn wir das soweit haben, wollen wir jetzt anfangen, darauf jetzt die Kugel zu platzieren. Ich nehme meinen roten Beton, empfehle ich dir jetzt auch am besten. Wir fangen an der Seite an, dass wir hier jetzt erstmal uns einen Dreier hinsetzen. Gleich daneben setzt ihr auch wieder einen Dreier hin. Dann kommt ein Zweier, eine Seite auch der Zweier. Dann hier wieder unser schöner Dreier und ganz vorne auch nochmal ein Dreier. Und das wäre schon mal die erste Etage von unserer Kugel, die wir hier einmal lang ziehen. Ich werde mich jetzt bei jeder Etage einfach mal kurz rüberstellen, dass du dir das Maß übernehmen kannst. Hier empfehle ich dir jetzt einmal kurz das Video anzuhalten. Dann hast du ja alles eigentlich gut übersichtlich, um die Kugel dann auch fertig zu bauen. Weiter geht's jetzt zur nächsten Etage. Wir fangen bei unserer Dreier-Schicht an. Wir lassen uns jetzt hier einfach mal 2 Blöcke jeweils überstehen und ich empfehle euch hier jetzt immer die Massenarbeit, dass wir immer synchron auf jeder Seite immer hier das erstmal so weiterziehen. Wenn wir das soweit an den Seiten haben, setzen wir wieder einfach hier ein Zweier an die Ecke hin und platzieren dann einfach 2 Einer hier vorne drauf. Wieder ganz übersichtlich. Zuerst kommen unsere 2 Zweier und dann die Einer in der Mitte. Natürlich stelle ich mich auch hier wieder einmal kurz rüber und dann kannst du dir das Video anhalten. Wenn wir das soweit haben, geht es wieder weiter, dass wir jetzt hier wieder ein Dreier an den Seiten einmal platzieren. Gefolgt wieder ein Dreier an der Seite. Dann kommt ein Zweier. Auf der anderen Seite kann ich gleich schon mein Zweier einsetzen, denn in der Mitte hier haben wir einfach nur ein Einer. Ihr seht, auch diese Etage geht wieder relativ fix. Ich stelle mich wieder einmal kurz rüber und wer möchte, kann sich es wieder anhalten. Weiter geht es wieder an den Seiten. Hier wollen wir jetzt wieder, sag ich mal, das einmal überstehen lassen bei unseren Dreier, dass wir hier jetzt einen Fünfer halten. Gehen zur Seite mit einem Zweier, Zweier, dann kommt der Einer, Zweier und Zweier. So, ihr seht ganz gut, wir machen jetzt nur hier beim Dreier einen Fünfer hin. Der Rest ist komplett auf der Ebene, die wir hier schon haben. Ich stelle mich wieder einmal kurz rüber. Wer möchte, kann sich's anhalten. Wenn wir das soweit haben, geht es wieder an den Seiten hier los. Hier wollen wir wieder das einmal so machen, dass es hier wieder einmal übersteht. Gleich danach kommt dann hier ein Zweier an der Seite hin. Der steht auch wieder einmal über. Gefolgt von 3 einzelnen Blöcken. Und dann sind wir schon bei der anderen Seite. Kommt hier unser Zweier hin, der übersteht. Und nochmal hier unser 7er, ne, wo wir ja auch jeweils ein Überstehen haben. Ihr seht, ist wieder ganz übersichtlich. Und so ziehen wir hier uns wieder die Reihe einmal lang. Ich stelle mich wieder einmal kurz rüber. Aber jetzt haben wir es ein bisschen einfacher, denn die nächsten 2 Ebenen befinden sich genau auf diesem Maß. Das heißt, ihr setzt hier drauf nochmal 2 weitere Etagen und könnt die hier komplett einmal so lang ziehen. Habt ihr das soweit gemacht? Fällt euch bestimmt auf, jetzt haben wir schon die Hälfte der Kugel fertig. Jetzt bauen wir wieder enger, um den oberen Teil noch zu vollenden. Ja, da geht es jetzt erstmal an den Seiten wieder los. Jetzt bauen wir alles ein bisschen kürzer ein. Diesmal lassen wir einen überstehen, also ne, nach innen gerichtet. Dann platzieren wir hier einen Zweier an der Seite einfach hin, gefolgt von einem weiteren Zweier. Dann kommt der Einer hier in der Mitte rauf. Und so geht es auch wieder zurück, dass wir hier 2 Zweier hinsetzen und einen Fünfer hier auf unserer 7er Fläche. Natürlich stelle ich mich auch hier wieder einmal kurz rüber. Wer möchte, kann sich's anhalten. So, weiter geht's wieder an der Seite. Wir platzieren uns hier einen Dreier hin, gefolgt an der Seite wieder von einem weiteren Dreier. Dann kommt ein Zweier, einer Zweier. Also die platzieren wir wieder hier einmal komplett drauf. Und dann wieder 3 Dreier, ne? Der erste Dreier, zweite Dreier und der dritte Dreier. Die Seite hier, zack, platzieren wir wieder komplett einmal drauf. Und ihr seht, ist wieder ganz easy. Und so ziehen wir uns hier das wieder einmal zurecht. Auch hier stelle ich mich wieder einmal kurz drüber. Wer möchte, kann sich's anhalten. Weiter geht's wieder an der Seite. Diesmal lassen wir die vorderste Reihe in Ruhe und platzieren jetzt hier einfach eine weitere Reihe rauf. Lassen an der Seite wieder einen Platz. Dann setzen wir hinter gleich einen Zweier hin. Nun wollen wir hier 2 Einer so schräg davon einmal überstehen lassen, nach innen gerichtet. Kommt wieder unser Zweier und unser 7er hier. Dann wieder unser Zweier. Hier an der Ecke lassen wir wieder 2 Einer überstehen. Und schon haben wir es geschafft. Ne, kommt unser Zweier hin. Unser 7er hier in der Mitte. Und so ziehen wir das hier einmal ringsrum. Natürlich stelle ich mich wieder einmal kurz rüber. Wer möchte, hält sich's an.
So, nächste Reihe wollen wir mal gleich beginnen. Wir fangen wieder an der Seite an. Hier platziert ihr einfach einen Dreier hin. An der Seite kommt dann gleich der nächste Dreier hin. Gefolgt von zwei Zweier, die wir hier einfach ganz leicht platzieren können. Und schon haben wir es wieder geschafft. Können wieder unsere drei Dreier hinsetzen. So ziehen wir uns dann hier das wieder einmal so lang. Ich stelle mich wieder einen kleinen Moment hier einmal rüber, sodass wir jetzt wieder dann an der Seite anfangen und setzen jetzt wieder hier einen Block Platz und setzen einen 7er rauf. Gefolgt an der Seite von einem 2er. Dann setzen wir in der Mitte einfach einen 1er hin, wieder ein 2er und der 7er. Nur, dass wir hier dann wieder einen vorne wieder Platz lassen, die Reihe. Und so geht es jetzt hier wieder die Seite einmal lang. Aber auch hier stelle ich mich wieder einen kleinen Moment mal rüber. Denn jetzt bei der nächsten Reihe müsst ihr ein bisschen aufpassen. Diesmal lassen wir es nach innen komplett einmal überstehen, dass wir hinter unseren 7er nochmal einen 7er platzieren. Und hier empfehle ich euch wieder erstmal die Synchronarbeit auf jeder Seite, dass wir nicht so ganz durcheinander kommen. Weil erstmal machen wir die geraden Seiten fertig, bevor es natürlich zu den schrägen geht. Denn hier wollen wir uns, ich sage immer dazu gerne, ein W formen. So, wir formen uns jetzt hier einfach in der Ecke so ein W, was komplett einmal übersteht. So, eine Seite machen wir nochmal zusammen. Also ganz normal, hier zack. Formen wir uns hier so ein W und fertig habt ihr die Ecke. Ich stelle mich aber zur Sicherheit noch einmal kurz darüber. Wer möchte, kann sich's anhalten. Denn dieses Spiel wollen wir jetzt noch ein weiteres Mal machen. Das heißt, wieder hinter unserer 7er Reihe platzieren wir eine weitere 7er Reihe. Das Spiel machen wir auch wieder erstmal auf jeder Seite. Weil nun wollen wir uns wieder ein weiteres W formen, aber das ist ein bisschen länger gezogen an den Seiten. Wir platzieren uns gesagt einfach so drei hier hin. Drei auf der anderen Seite, dass wir hier diesen Winkel haben und setzen nochmal einen in der Mitte hin. So ein etwas längeres gezogenes W. So, bester Trick. Drei auf der Seite, drei auf der Seite und in der Ecke hier nochmal einen weiteren setzen. Natürlich stelle ich mich auch hier wieder einmal kurz rüber. Wer will, hält es sich an. Das wird jetzt die letzte Reihe werden. Das heißt, hier müsst ihr nichts mehr beachten. Einfach nur die offene Fläche, die wir hier haben, komplett einmal zuziehen mit unserem Beton. Habt ihr das denn alles zugezogen, schnappt ihr einmal euren grauen Beton. Fliegt mal zu so einer Dreierecke, also zu einem Dreier hier, den wir hier haben. Lasst mal zwei Blöcke Platz, dann sitzt hier ein Dreier hin, einer zur Seite und wieder ein Dreier. Dass wir uns hier so einen kleinen Kreis uns einmal mal formen. Wenn ihr es soweit habt, nehmt ihr mal eure Stufen und könnt ihr jetzt hier einmal am Rand platzieren. Den inneren Bereich füllt ihr nochmal aus mit grauem Beton. Und auf diesen Beton setzen wir in der Mitte auf dieses 3x3 Feld nochmal unsere Stufen hin. Wer möchte, kann jetzt unten immer im Wechsel einen Block schon mal hier freihauen. Weil da setzen wir dann im Nachhinein noch das Glas ein. Weiter geht's nun mit unseren Steinziegelmauern. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr euch, sag ich mal, die Mauern hier platzieren wollt. Wir wollen hier so ein Dreieck einfach mal setzen. Ihr könnt dieses Dreieck in jede Richtung platzieren, wie ihr wollt. Das dreht ihr euch zurecht. Ich würde mal sagen, auf meiner Vorderseite befinden sich denn hier diese zwei Mauern und die Spitze läuft dann, sag ich mal, nach hinten zu, aber ihr könnt es drehen. So, das wollen wir jetzt hochsetzen auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mauern wollen wir hier jeweils immer einmal platzieren. Gleich darauf setzen wir dann mit unserem gelben Beton so eine 3x3 Fläche. Darauf könnt ihr dann hier einfach mal ein Plus euch formen. Und darauf setzen wir nochmal ein weiteres Plus. Diesmal steht es und wir erweitern es auf jeder Seite. So, wunderbar. Wenn ihr das soweit oben habt, fliegt ihr jetzt einmal auf eure Vorderseite. Da, wo ihr am ja, zum Anfang, sage ich mal, hier diesen 7er freigelassen habt unten. Da nehmen wir jetzt einmal unseren türkisen Zement und setzen an der Seite insgesamt 5 Stück hin. So, 5 Stück, wunderbar. Den ziehen wir dann auch zur anderen Seite einmal komplett rüber. Denn hier wollen wir uns jetzt unseren Eingang formen. Das heißt, hier die mittleren Bereiche von unserem roten Beton könnt ihr nochmal freihauen. Nehmt dann euer hellgrauen Beton und könnt ihn hier innen drin einmal nochmal ringsherum ziehen. Dann erhalten wir natürlich hier so ein 3x3 Feld. Das wollen wir uns im Nachhinein natürlich noch mit Glas befüllen. Aber sonst lassen wir das jetzt hier erstmal unten in Ruhe und fliegen noch einmal nach oben. Denn jetzt wollen wir uns, sag ich mal, unser Gelände jetzt hier einmal ringsherum platzieren. Das heißt, ihr nehmt jetzt einfach eure polierten schwarzen Stufen zur Hand. Die Stufen platziert ihr. Würde ich mal sagen, wir fangen einfach auf irgendeiner geraden Fläche an. Wir haben ja, sag ich mal, hier die äußerste Fläche. Ab dem dritten Block hier von hier aus gesehen, oben, setzt ihr da eine hin. Die könnt ihr dann dreimal noch vorne überstehen lassen. Ich würde sagen, die ziehen wir dann auch erstmal hier vorne auf dieser äußersten Fläche einmal lang. Dann erhalten wir hier 7 Stufen. Wunderbar. So, jetzt können wir zur Seite einmal gehen. Wir gehen hier gleich ein bisschen enger, machen hier ein Zweier hin. Gefolgt hier gleich wieder von der nächsten Reihe. Auch wieder ein Zweier. Und dann machen wir es erstmal synchron mal auf der anderen Seite mit, dass wir hier wieder erstmal die 7er Reihe auf 3 Stufen lang ziehen.
Und dann kommen wir auch hier wieder, immer hier wieder mit so einem Zweier, geht hier wieder ein bisschen enger. Und hier kommt gleich der nächste Zweier. Wunderbar. Dann sollten wir jetzt hier in der Mitte perfekt drei Stufen erhalten, um zum andere Seite zu kommen. Ha, passt perfekt. So, das wollen wir natürlich jetzt hier auf jeder Seite machen. Ich fliege jetzt erstmal zu der Seite hin. Setze mir hier meine 7er Reihe lang. So, dreimal. Und dann gehe ich hier jeweils immer wieder ein bisschen enger rein. Dass ich dann hier erst die erste Zweierreihe habe. Dann kommt gleich hier die zweite Zweierreihe. Würde ich auch gleich auf der anderen Seite machen, synchron, ne? So geht das perfekt über. So, gleich hier die zweite Reihe. Und dann sollten wir hier die Mitte noch so ausfüllen, dass wir hier drei Einzelstufen erhalten. Wenn wir dann unser Geländer hier einmal ringsherum platziert haben, wollen wir es natürlich noch befestigen. Das heißt, ihr nehmt euren grauen Beton, fliegt an der Seite hin, setzt jetzt immer, so würde ich mal sagen, zweimal grauen Beton hin, dann lasst ihr zwei Blöcke Platz und setzt wieder einen hin. Das könnt ihr hier perfekt einmal machen, dann würdet ihr sehen, dass wir hier auch genau zur anderen Seite kommen und hier auch in der Mitte, zack, unseren Zweier einmal setzen können. Weiter geht's denn, dass ihr wieder eure Stufen nehmt. Ihr könnt zum einen das Geländer jetzt hier oben einfach mal so miteinander verbinden. Ne, hier bei den Schrägen, ne, macht ihr dann einfach nur, dass es auch halt schräg verbunden ist. Das macht ihr jetzt hier nicht nur beim Geländer, sondern auch nochmal den Boden könnt ihr um eine weitere Stufenreihe erhöhen. Das setzt ihr auch einmal überall lang. Habt ihr soweit das Geländer jetzt fertig, kommen wir dazu, unsere ganzen Fenster noch reinzubauen. Wir fangen oben am besten an, nehmt euer hellgrauen Beton. Wir lassen jetzt in der Mitte hier drei Blöcke Platz, würde ich mal sagen. So, die schlage ich mir schon mal ein bisschen hier weg. So, an der Seite erhöhe ich mir das jetzt hier einfach mal um 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal hier mein hellgrauen Beton. So, den ziehe ich mir ja einmal nach oben. 6 mal. Müssten wir theoretisch nicht jetzt unbedingt jedes Mal zählen, weil ihr könnt euch denken, sobald ihr hier oben dann hier einmal gerade ankommt, passt das so. Das schlagen wir hier auch nochmal weg und erweitern das jetzt hier oben nochmal um 3 oder um 6 weitere hellgraue Betonblöcke, ne? Das passt dann schon. Das Glas setzen wir im Nachhinein ein. Das Spiel machen wir jetzt hier auf wieder Seite. So, auch hier setze ich mir einfach 6-mal meinen grauen Beton. Könnt euch denken, bis hier oben ist denn hier 6-mal. So, andere Seite hinterher. So, die Mitte hier schlagen wir dann einmal komplett mal frei bis nach unten. Da können wir auch eigentlich hier unten auch nochmal den Beton hinsetzen. Fällt mir gerade auf, das sollten wir machen. So, zack. Einmal unten hingesetzt. Und ich vergesse dann auch oben halt hier nochmal, zack, nochmal diese 6 Blöcke rauf. So, jetzt hier beim vierten Mal bin ich so schon eingespielt, dass ich das nochmal hier mit euch zusammen mache. Weil das muss ja auch sitzen bei uns, ne? So, machen wir gleich einmal oben rauf. Dann schlagen wir das hier wieder frei und setzen unten das nochmal hin. So, können wir nochmal kontrollieren auf jeder Seite. Passt das? Bei unserer Planet Express befanden sich auch noch weitere Fenster hier unten. Dabei nehmen wir jetzt einmal wieder unsere gelbe Keramik. Wir fangen am besten immer auf den geraden Seiten an, weil das erstmal einfacher ist und halt auch schneller von der Hand geht. So, wir schlagen mal hier oben bei dieser einen Etage mal einfach die Dreiermitte mal weg. Da setzt ihr dann einfach eure Keramik hin, bis oben hin und könnt ihr hier wieder einmal runterziehen. So, wenn hier Beton in der Mitte ist, könnt ihr den weghauen. Das ist schon mal ein Fenster. Das machen wir jetzt auf jeder Seite. Wir fliegen hier hin, hier oben bei der letzten Ebene, schlagt einfach die Dreiermitte hier einfach mal raus. So, schön sauber rausschlagen und dann einfach hier ersetzen durch unsere Keramik. Wenn wir alle vier Seiten soweit haben, geht es daran, dass wir natürlich auch noch die Ecken machen. Die sind ein bisschen, sage ich mal, kniffliger, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, wir gucken erstmal, auf welcher Höhe haben wir jetzt die gesetzt. So, dann können wir das hier schon mal anpassen. Und auch oben können wir es auch gleich hier einmal anpassen. So, bei den Zweiern hier schlage ich das einfach mal so rein. Dann haben wir schon mal so ein bisschen das Maß, wo das Fenster rein soll. Weil es jetzt ein bisschen halt schräg ist, müssen wir es halt wirklich anpassen. Das heißt, ich schlage mir jetzt hier diesen Bereich hier einfach mal weg. So. Dann setze ich mir nach innen hier einmal eine Blockreihe. Auf der anderen Seite auch nochmal nach innen gerichtet. Wunderbar. Und fertig. Das befüllen wir dann später mit Glas. Mehr ist das wieder nicht. Muss man aber ein bisschen aufpassen, ne? Am besten, also der beste Trick ist einfach, dass ihr unten anfangt. Macht euch hier diese Markierung hin. Wunderbar. Und dann nochmal oben. Ne? Hier einfach mal kurz austauschen. So, dann schlagen wir nicht zu viel weg. Und diesen restlichen Bereich hier, den wir jetzt hier in der Mitte sehen, den hauen wir komplett einmal frei. So, das alles weg. Nur noch hier an der Seite einmal hinsetzen. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Und fertig. So, ich glaube beim dritten Mal und vierten Mal, da kriegt ihr das schon ganz alleine hin. Nachdem ihr jetzt die Fenster alle habt, wird es Zeit, die Blöcke einmal kurz auszutauschen. Denn nun wollen wir unseren Turm auch jetzt fertig bauen. Das heißt, ihr holt euch jetzt mal eure Eisengitter raus. Birkenzaun ist dabei. Würstufen, glatte Sandsteintreppen. Davon bitte auch den Block. Dann noch ein bisschen Würzaun. Die Falltür könnt ihr euch gerne rausholen. Und
um als, sag ich mal, das, die Fenster jetzt zu verkleiden und alles, empfehle ich jetzt einfach mal türkises Glas und davon nochmal die Glasscheiben. Aber die Farbe, naja, kann man sich ja wie immer einmal aussuchen, wenn man möchte. Wir fangen aber jetzt einfach nicht unten an, sondern wir fliegen jetzt einmal nach oben bis zu unserer Spitze, denn hier wollen wir jetzt erstmal unsere Eisengitter verbauen. Wir müssen ja unser Gerüst hier noch ein bisschen verstärken. Dabei setzen wir unsere Eisengitter so ein bisschen wie eine Leiter, sag ich mal, hier so ran. Das können wir jetzt hier bei dieser Zweierstrebe machen. Und wenn es, sag ich mal, jetzt hier nach vorne so spitz läuft, setzt ihr das jetzt nicht auf die gleiche Ebene, sondern einmal höher, als das ist. Und dann einfach hier zweimal zack nach vorne. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wie gesagt, immer unterschiedliche Ebene, dass sich das hier alles ein bisschen abhebt. Sobald ihr hier die Eisengitter platziert habt, geht ihr nochmal nach oben, setzt hier drauf einen Zaun und nochmal Eisengitter drauf für die Spitze. Super, dann haben wir das hier oben schon mal verbaut und widmen uns, bevor wir zum Glas kommen, einmal unten zu unserer Eingangstür. Hier könnt ihr einmal eure Würstufen nehmen, die hier einmal noch als Verstärkung unterbauen. Und dann wollen wir hier drauf noch dieses Planet Express Schild machen. Das heißt, ihr nehmt euren glatten Sandstein und könnt jetzt hier einfach mal wie so ein Plus vorne einmal ranbauen. So, da können wir ruhig gerne einmal überstehen lassen. Wunderbar, schönes Pluszeichen. Jetzt nehmt ihr nochmal eure Treppen und könnt ihr jetzt hier nochmal überall an den Seiten noch einmal platzieren. Am besten holen wir uns nochmal einmal einen roten Beton raus, setzen den hier in der Mitte einmal hin. Und jetzt wollen wir so ein bisschen, sage ich mal, Planet Express Shit machen. Geht nicht so ganz und gar, von daher müssen wir es nur so ein bisschen andeuten. Am besten hier mit Würzzaun und Falltüren und fertig. Wir wollen natürlich auch noch die Tür einmal reinsetzen. Hier könnt ihr gerne Glasscheiben nehmen oder Blöcke, was euch immer am besten gefällt. Bevor wir die Tür jetzt verlassen, könnt ihr euch gerne nochmal Birkenscheiter rausholen und dann hier einfach mal an den Seiten nochmal zwei platzieren. Dann wäre die Tür damit komplett abgeschlossen. So, um unseren Turm jetzt natürlich zu verenden, nehmen wir jetzt nur noch unsere Glasblöcke und Glasscheiben. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr das machen wollt. Zum Beispiel hier setze ich mir jetzt Glasblöcke rein. Man kann natürlich auch gerne Glasscheiben nehmen. Was einem besser gefällt. Ne, müsst ihr entscheiden. Hier in der Mitte machen wir das so, dass wir Glasblöcke hier auf unsere offene Stelle innen drin einmal setzen und Glasscheiben nochmal an der Seite hier komplett, damit sich das so ein bisschen hervorhebt, das Fenster. Das können wir hier unten dann erstmal komplett auf jeder Seite machen. Sobald ihr denn hier unten die Fenster soweit habt, begeben wir uns noch einmal nach oben, denn oben haben wir natürlich auch noch ein paar Fenster. Hier, ja gut, könnte man natürlich auch Glasscheiben nehmen, wenn man möchte. Ne? Also man kann Glasscheiben nehmen oder Blöcke, aber ich bin glaube ich hier oben mehr so ein Blöckefreund. Damit es auch ein bisschen, sag ich mal hier, dass sich alles hervorhebt. Aber ihr wisst ja, Geschmackssache, ne? Was einem immer besser gefällt. Glasblöcke oder die Scheiben davon. Aber noch sind wir nicht fertig. Wir haben immer noch ganz oben noch ein paar Fenster. Hier setzt ihr einfach eure Glasblöcke rein. Passt einfach am besten und hier würde ich auch einfach bei den Blöcken bleiben. So viel war es denn jetzt hier zur ersten Folge von Planet Express. Weiter geht's wie immer im nächsten Video. Könnt ihr wie immer in der Infobox draufklicken oder ihr wartet ab bis zur Endcut und da ist dann auch nochmal, sag ich mal, die Playlist verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund und dann haut's rein und tschüss!